Gude und herzlich willkommen zurück auf der Altenstein. Unseren IHC werden wir jetzt noch gleich auftanken. Und bei dem schönen sonnigen Wetter wegstellen. Und unseren Deutzi darf endlich mal wieder ran. Bisschen Ordnung hier mal wieder machen. Licht aus. Na, die Batterie leer machen, Stefan. So. Da haben wir ja noch hier unsere Seemaschine. Da wollten wir dann den Ölrettich sehen. Aber dazu ist es ja auch nicht gekommen. Und ja. Die werden wir jetzt mal hier entleeren. Sag jetzt. Haben wir noch einen Sack drin. Was haben wir denn hier? Gerste. Da haben wir ja hier mal Weizen. Mais haben wir noch. Okay. Also Sorghum hier, so hätten wir noch Weizen ohne Ende. So. Die können wir jetzt auch wegstellen. Also ihr seht, es gibt wieder Ordnung. Die parken wir mal hier. Die will ich dann hier hin. Ah, da habe ich sogar eigentlich noch Platz da. Dann können wir die eigentlich auch gleich wieder auf ihren Platz stellen. Und nehmen den Krupper mit. Das eine Feld wollen wir noch gerne fertig kruppern. Aber statt mit dem großen IHC werden wir das hier mit unserem Fenty machen. Zum einen, der Krupper ist kleiner, wir machen nicht so viel Bodendruck und kriegen dann auch entsprechend ein schönes Saatbett hin. So, jetzt bloß nicht so heizen. Hier sind ja wieder unsere tollen Schlaglöcher. Und wenn das Feld gekrubbert ist, kommt der Krubber gleich weg und die Pritsche kommt wieder auf den GT drauf und dann sieht das doch alles auch mal wieder ordentlich aus. Also über Winter schaffen wir es, Ordnung zu machen auf dem Hof. Oben könnten wir jetzt auch spazieren gehen. Ist da die, ja, die bayerische Fahne am Schloss. Da war ich mir gar nicht mehr sicher, welche Fahne da hängt. So. Ah, die Biogas, die arbeitet immer. Ah, durch das bescheidene Licht sieht man aber sehr viel hier. So, also weil die Sonne so blöd guckt. So. Also die Scheibenecke, wenn man das hier mal guckt, macht es doch feiner wie der Federzinkengrupper. Aber es reicht trotzdem aus. So, Arbeitsbreite ist doch keine 2. Okay, erkennst du nicht. Dann sagen wir dir, es sind 3. So. Aber wie schon gesagt, er macht es ja nicht so fein, aber das reicht für uns. Da kommt ja der Winter, der Schnee. Da geht der Frost noch drüber. Also bis wir dann zum Segen kommen,
ist das alles fein und oh, da hat es aber schon ein bisschen, da haben die Rehe aber schon ein bisschen was weggefressen hier. Aber gut. So. Wie gesagt, geht ja nur darum, dass wir ein ordentliches Saatbett haben. Hey, wir haben 15:37 Uhr und es wird schon duster. Oh. Ja, kaum fährt man drüber, kommen die Vögel, die holen sich die Würmer. Was will man dann mehr? Schöne Herbstsache hier. So, irgendwo hier ging es rein, wo wir rein müssen. Haben wir die andere Bahn nicht so ordentlich gefahren? Oder haben wir hier eine falsche Arbeitsbreite? Das ist jetzt so die Frage. Schauen wir mal. Vor allem, wir fahren in die Innenansicht. Und da wir Pflegereifen drauf haben, ist ja das Schöne, können wir hier einfach rumfahren. Na, das passt aber so. Das passt so. Ah, mager wieder eine Tränen, weil meine Innenansicht waren. Aber es gibt Schlimmeres. Beziehungsweise. Oh. Na, hier hin. Müssen wir aber noch mal ein kurzes Stück zurückfahren. Hier ist das Licht schön. Da hat man jetzt einen kleinen Computeraussetzer. Und schon geht's weiter. Das ist ja nichts Schlimmes. So. Schauen wir mal hier rum. Waren wir hier? Hier waren wir noch nicht. Ja, mit dem ist man ja ZZ hier ganz schön unterwegs. Das passt ja hier alles wunderbar. Und, oh, da sind schon wieder Rehe. Im November, die Sonne scheint noch, auch wenn sie jetzt untergeht, man merkt es langsam, aber wir sind gut angezogen. Es regnet nicht, da macht das mit dem Fendt auch noch mal viel mehr Spaß. So hier direkt an der frischen Luft. So runter und ab. Da hinten in dem Schatten von den Bäumen sieht man gar nicht, wo man schon war oder wo man noch nicht war. Da hupst der ganz schön hoch und runter. Aber deswegen machen wir ja auch ein schönes Saatbett. Wenn es im Frühjahr schönes Wetter ist, wenn wir mit unserem GT unbedingt ansehen. Also da freue ich mich drauf. Also die Kombi Eicher und GT, die ist schon geil. Aber wenn sie für die ganz schweren Arbeiten an den Hängen nicht so geeignet sind. Aber dafür haben wir ja Ersatz.
Einfach herrlich. Yep. Ja, das Feld hat schon eine gewisse Größe. Also da dann nächstes Jahr Kartoffeln drauf. Wäre eine interessante Alternative. Aber hier geht's noch. Da sieht man auch mit den Scheinwerfern was. Aber jetzt nach dem Drehen steht die Sonne so blöd. Da ist es suboptimal. Aber gut. Und hier noch dreiviertels. Einmal, wenn wir oben sind, schon vom Acker haben. Also der zieht hier durch, das ist ja der Wahnsinn. Und wenn man jetzt mal guckt, selbst hier unseren kleiner Fenty hier, der hat hier im ersten Jahr auch schon über 4 Betriebsstunden hier. Also langweilig wird's ihm auch nicht. Ist ja auch gut so. Der soll ja auch was schaffen. Und er zieht den Grupper mit 12 km/h hier drüber. Schöne freie Sicht. Was wollen wir mehr? Und bei dem schönen Herbstlaub. So. Ja, das ist schon mein Land. Ich glaube, es geht los. Da oben ist das Schloss. Irgendwann laufen wir da auch mal noch hin. Irgendwann. So. Na, komm nicht ganz rum. So, schön Novembertag. Muss man den eigentlich. Ja, den machen wir dann nachher auch noch sauber. Für den Winter wird er sauber gemacht. Da passt das. Da passt das sogar sehr gut. So. Dann einmal hier außen, zack. Ja, das gibt noch eins, zwei, zweimal rum. Sollte es erledigt sein. Um Kilometer 28 schon. Was ich richtig geil finde bei dem GT. Für die Stunden, die ja schon gelaufen ist, also guckt mal auf den Spritverbrauch und auf was der schon an oder was der an Wartung benötigt. Ich habe gerade Schluck auf. Er ist aber bestimmt jetzt auch gleich wieder weg. Also so gut wie gar nichts. In der Anschaffung günstig, im Unterhalt günstig, also. Der bleibt bei uns, bis er auseinanderfällt.
Ja, ihr dürft euch gleich wieder hinsetzen und kriegt gleich wieder Futter. So. Einmal drehen. Also das hat Richie auch schon geil gemacht. Was denn da hinten? Da können wir eigentlich noch mal schnell gucken. Also hier die Detail, das Detailreichtum. Ach, da ist die Verkaufsstelle. Was denn hier? Die Brennerei Huber. Okay. Gar nicht weit entfernt von uns. Könnten wir ja mal auf dem Probeschluck vorbeifahren, oder? Fällt mir eben gerade auf, der hat sogar hinten schon hydraulische Anschlüsse. Ja, lichttechnisch könnte er noch ein bisschen mehr haben, aber ja. War halt in der damaligen Zeit so. Und mit dem muss man auch nicht unbedingt nachts arbeiten. So, und die letzte Bahn. So. Da ist das Feld auch fertig. Da haben wir unsere Felder schon hier mit einem ordentlichen Saatbett vorbereitet. Die kleinen Kluten. Die gehen so weg. Dann fahre ich schon nochmal zurück zum Hof. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.